Elisabeth Wiese wurde am 1. Juli 1853 in Bilshausen in Niedersachsen als Elisabeth Berkefeld geboren. Sie arbeitete als Hebamme und brachte als unverheiratete Frau eine Tochter zur Welt, damals ein gesellschaftliches Stigma. 1888 heiratete sie den Kesselflicker Heinrich Wiese, jedoch begann sie schnell seine Speisen zu vergiften und versuchte erfolglos, ihn im Schlaf mit einer Rasierklinge zu töten. Wegen verschiedener kleiner Delikte kam sie ins Gefängnis. Nach ihrer Haft nahm sie Kinder augenscheinlich gegen eine einmalige Ablösesumme in Pflege. Wenn jemand nach den Kindern fragte, behauptete sie, reiche Familien aus weit entfernten Städten haben diese Kinder adoptiert und sie würden es dort sehr viel besser haben. Tatsächlich hatte sie die Kinder getötet und entweder in der Elbe versenkt oder im Kochherd verbrannt. Ihre eigene Tochter zwang sie zur Prostitution, jedoch floh diese nach London. Als 1902 Wieses Tochter schwanger zurückkehrte, wartete sie die Geburt des Enkelkindes ab und tötete das Neugeborene und verbrannte es. Als eine Mutter ihr Kind wiederhaben wollte, fiel das Kartenhaus zusammen. Bei einer Hausdurchsuchung fand man Gifte und Betäubungsmittel. Anfang Oktober 1904 wurde Wiese vor Gericht gestellt. Am 10. Oktober wurde Elisabeth Wiese wegen Nötigung zur Prostitution, Betrügerei, fünffachen Kindsmordes vor einem Hamburger Schwurgericht zum Tode verurteilt. Am 2. Februar 1905 wurde sie mit dem Fallbeil hingerichtet.